Hi Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Und ich begrüße euch zum Folgevideo zum Thema Pflegetheorien und Pflegemodelle. Ich möchte vorab hier ganz kurz sagen, wenn ihr jetzt die auch zukünftigen Videos zu diesem Thema anguckt, dann empfehle ich euch, alle vorangegangenen Videos als erstes zu gucken. In diesem Fall wäre das jetzt beispielsweise unser Einstiegsvideo zum Thema Pflegetheorien, Pflegemodelle. Da ging es um die einzelnen Definitionen der Begriffe und einige Grundlagen, Basics zum Thema Theorien und Modelle. Alle Videos, die jetzt relevant sind, für die folgenden Theorien und Modelle werde ich euch immer hier oben mit dem i verlinken. Ihr werdet dann also im Gespräch, könnt ihr euch dann durchklicken bzw. könnt ihr dann anklicken, was ihr noch alles zusätzlich wissen könnt oder sollt. Und wir werden heute einsteigen mit den sogenannten Bedürfnistheorien. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, ihr Lieben, ich möchte beginnen mit dem bedürfnisorientierten Modell nach Frau Virginia Henderson. Und zwar hat die Frau Henderson für die Pflege 14 Grundbedürfnisse eines Menschen definiert, welche das Überleben sichern. Diese 14 Grundbedürfnisse, die sie definiert hat, sind gleichzeitig der Kern ihrer gesamten Theorie und eine der Hauptgrundlagen, der Hauptbestandteile ist die sogenannte Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow. Also das bedürfnisorientierte Modell geht davon aus, dass aus diversen Bedürfnissen ganz individuelle Maßnahmen getroffen werden können für Bewohner, Kunde, Patient. Generell ist zu sagen, dass diese 14 Grundbedürfnisse des Menschen ganz klar jeden Menschen betreffen. Also das ist nicht individuell gesehen, sondern diese 14 Punkte findet man in einem jeden Mensch wieder. Gleichzeitig ist zu sagen, dass diese 14 Punkte mit all dem, was sie halt umfassen und definieren, formulieren, jegliche Bereiche der Pflege abdecken, wo man sich als Pflegekraft um einen Menschen kümmern kann. Frau Henderson definiert jetzt also, dass aus den Bedürfnissen eines Menschen ganz individuelle Maßnahmen getroffen werden können, um diese eben zu befriedigen. Diese Maßnahmen, die getroffen werden sollen, werden jetzt natürlich im Verlauf das Leben bzw. die Gesundheit schützen oder erhalten, verbessern. Oder fördern sie eben die Genesung eines Menschen oder aber auch können sie dazu beitragen, einen friedlichen Tod zu sterben. Kann ein Patient jetzt die diversen Bedürfnisse nicht mehr selber befriedigen, wird das von einer Fachkraft oder Pflegekraft natürlich entsprechend übernommen. Ein Stichpunkt, der hier zu nennen ist, ist auch das Thema patientenorientierte Pflege, weil eben insbesondere in der patientenorientierten Pflege die Feststellung und auch die Zielsetzung einzelner Bedürfnisse natürlich ganz klar herauskristallisiert werden können und somit wesentlich individueller gestaltbar sind. Frau Henderson hat weiter auch drei Begriffe benannt, die eben ein ganzheitliches Menschenbild andeuten sollen und somit etwas klarer darstellen sollen. Das wäre einmal der Begriff Kraft, der natürlich hier stehen soll für Physis, also für den Körper. Dann benannte sie den Begriff Willen für die Psyche und Wissen für den Geist. Also es ist zu sagen, dass einige Menschen, denen das Modell, das bedürfnisorientierte Modell nach Frau Henderson auch als sogenanntes Defizitmodell verstehen, weil eben das Unvermögen von Patienten erstmal der Auslöser generell für die Pflege ist. Kommen wir jetzt zur Bedeutung für die Pflege. Was bedeutet das Modell jetzt für die Pflege?
Also generell ist zu sagen, dass Frau Hendersons Modell ein ganz großer Schritt in der Pflege war, alleine schon hinsichtlich des heutigen Pflegeverständnisses. Dazu hat ihr Modell sehr viel beigetragen, das muss man auf jeden Fall so sagen. Natürlich hat auch dieses Modell seine Grenzen, und zwar ist es ein Punkt hier, dass beispielsweise die Bedürfnisse eines Menschen, also die 14, die sie benannt hat, nicht immer eindeutig nachvollziehbar sind. Und natürlich ist auch zu sagen, dass wenn man Bedürfnisse aufteilt in verschiedene Kategorien, in verschiedene Art und Weisen von Bedürfnissen, dann führt das natürlich in der Folge lang oder kurz dazu, dass eine ganzheitliche Sichtweise auf Patienten, Kunden, Bewohner oder generell in der Pflege nicht mehr vorhanden ist bzw. verloren gehen kann, weil man sich eben nur auf einzelne Kernteilbereiche dieser Bedürfnisse konzentriert und niemals das gesamte Bedürfnisspektrum oder Ressourcenspektrum, welches der Mensch nun mal mit sich bringt oder hat, betrachtet wird oder auch betrachtet werden kann. So, dann kommen wir zum zweiten Modell in der Kategorie Bedürfnistheorien. Und zwar geht es hier um das Krankenpflegemodell als Lebensmodell. Ganz klar ist hier als erstes zu sagen, dass natürlich dieses Modell eines der bekanntesten Modelle in Deutschland ist. Ja, und ganz klar ist zu sagen, dass dieser Theorie ein Modell, das sogenannte Modell des Lebens, unterlag, was einfach ganz bestimmte Kriterien beinhaltet, und das sind 5 Stück. Das wäre zum einen die Lebensaktivitäten, das wäre zum zweiten die Lebensspanne eines Menschen, als drittes das Abhängigkeits- bzw. Unabhängigkeitskontinuum. Als viertes wären das Fakten, die die Lebensaktivitäten beeinflussen, und als fünftes wären das natürlich ganz individuelle Faktoren. Und als fünftes wäre das die Individualität im Leben. Der Ausgangspunkt dieses Modells ist eindeutig das handlungsorientierte Menschenbild. So, und mit Beschreibung der Lebensaktivitäten, also in ihrem Fall, in deren Fall war das jetzt Lebensaktivitäten, kurz LA, wird natürlich jetzt ausgedrückt, dass die Pflege immer da einsetzen muss, wo eben bei dem Menschen Defizite, Einschränkungen bestehen. Generell ist zu sagen, dass durch dieses Modell natürlich insbesondere in der Krankenpflege ein sehr großer Handlungsspielraum geschaffen wurde für einzelne Pflegende. Und ein sehr wichtiger Punkt natürlich in diesem, dass das Modell beinhaltet, ist halt ganz klar, den Patienten dazu anzuregen, ein gesundheitsorientiertes Verhalten an den Tag zu legen für sich selber. Sein Verhalten also so auszurichten, dass er sich nicht schadet oder noch mehr schadet, sondern um zu genesen, um körperliche, energetische Ressourcen aufrechtzuerhalten oder zu erschaffen, um eben den Gesundheitszustand, den generell nicht optimalen Körperzustand zu verbessern. Und auch natürlich mit dem Patienten gemeinsam jetzt zu diskutieren, was sind denn Wege zur Verbesserung der Gesundheit, dieser Einschränkungen. Was kann er tun? Was kann ich als Pflegekraft tun? Was können wir aber auch gemeinsam tun? Also kleine Randnotiz, einen extrem hohen Stellenwert in diesem Modell hat ganz klar die Information des Patienten, Kunden, Bewohners über potenzielle Gesundheitsgefährdungen, Gesundheitsrisiken, aber auch natürlich über präventive Maßnahmen wie vorsorgende Pflege und Einbeziehen von bereits auch vielleicht nur unterschwelligen, nicht mehr oder nur wenig vorhandenen Ressourcen, aber auch den Einbezug natürlich von vorhandenen sehr starken Einschränkungen. So, was bedeutet das jetzt für die Pflege? Für die Pflege bedeutet das jetzt, dass insbesondere dieses Modell ganz, ganz klar die individuelle Pflege, den individuellen Blick, die individuelle Sichtweise auf einzelne Bewohner unabhängig voneinander betont, aber auch gleichzeitig natürlich den jeweiligen Pflegeprozess berücksichtigt. Ja, an diesem Modell gibt es aber auch einige Kritikpunkte, die mehr oder weniger Schwerpunkt haben.
Und zwar wäre das einmal, dass dieses Modell den Menschen in diverse Aktivitäten unterteilt und somit zerreißt, die nicht immer nachvollziehbar sind. Beispielsweise werden hier Kopfschmerzen gezählt zu dem Punkt Kommunikation, weil eben hier Nerven betroffen sind, wo man jetzt natürlich beim SIS-Schreiben, strukturierte Informationssammlung, Schmerzen zu einer ganz anderen Kategorie zählen würde. Auch das AIDS hier unter die Lebensaktivität sich als Mann und Frau fühlen fällt, weil es eben übertragbar ist durch Sex. Und das kann zu Verwirrung führen, weil die unterschiedlichen Pflegefachkräfte oder auch generell Pfleger einfach diese Auffälligkeiten, diese Punkte jeweils anderen Lebensaktivitäten zuordnen würden. Weiter ist hier zu erwähnen als Kritikpunkt, dass überhaupt nicht der Mensch oder die Fähigkeit des Menschen in Betracht gezogen wird, dass man auch durchaus einen gewissen Grad von Schmerzen, beispielsweise Schmerzen, aushalten kann. Oder auch, dass man gewisse Schicksalsschläge einfach hinnehmen kann, emotional, körperlich, geistig. Und das nicht sofort bedeutet, dass es jetzt ein akutes Problem darstellt, in das ich pflegerisch eingreifen muss. Und einen weiteren Kritikpunkt, der mir explizit aufgefallen ist, als ich mich jetzt nochmals wieder damit beschäftigt habe, ist, dass hier Sterben als eine Aktivität des Lebens definiert, formuliert wird, was mich persönlich in diesem Umfang jetzt auf jeden Fall stört. Allseits beliebte Frau Monika Krohwinkel, die hat natürlich die Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des Lebens definiert, spricht also von insgesamt 13 Stück. Es handelt sich hier also um ein nicht eigenständig kreiertes Konzept, sondern lehnen sich die von ihr definierten IDL eben an die 12 bzw. 13 Grundbedürfnisse von Rupa, Logan und Schieß mich tot an und wird dann als 13. Aktivität mit den existenziellen Erfahrungen des Lebens ergänzt. Ja, und diese 13. Aktivität, also die existenziellen Erfahrungen des Lebens, teilt die Frau Krohwinkel jetzt nochmal in 3 unterschiedliche Kategorien ein. Einmal wären hier zu nennen die existenzgefährdenden Erfahrungen, also beispielsweise Verlust, Trennung, Isolation, Angst, Sterben, aber auch Schmerzen, Hoffnungslosigkeit, Ungewissheit. Als zweites definiert sie die existenzfördernde Erfahrung, also beispielsweise das Wiedergewinnen von Unabhängigkeit, aber auch Freude, Integration, Hoffnung, Träume, Vorhaben. Und als drittes wären das Erfahrungen, die die Existenz sowohl fördern als auch gefährden können. Wie beispielsweise wären hier zu nennen diverse Weltanschauungen wie Religion. Aber auch ganz klar sind hier zu benennen natürlich lebensgeschichtliche Erfahrungen, also individuelle Erfahrungen, Vorerfahrungen. Ja, ihr Lieben, das waren erstmal die Basic-Modelle, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Es kommt jetzt ein zweiter Teil zu diesem Video hier, weil uns fehlt noch ein Modell. Und zwar ist das Selbstpflege-Defizitmodell nach Dorothea Orem. Allerdings ist das ein bisschen mehr zu besprechen, weil hierfür muss erst besprochen werden, was ist Selbstpflege und was ist ein Defizitmodell, beziehungsweise was ist ein Selbstpflegedefizit. Und das würde hier den Rahmen sprengen. Darum hier der Teil 1 für euch und der Teil 2 kommt im Anschluss. Wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Modellen, wenn euch Sachen unklar geblieben sind,
dann scheut euch nicht davor, mich danach zu fragen. Ihr könnt hier unter das Video gerne kommentieren, was ihr wissen möchtet, was euch unklar ist. Generell ist nochmal zu sagen, guckt euch bitte immer die vorherigen Videos zu den einzelnen Themen an, damit ihr auf eurem Wissen aufbauen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht tut, ihr aber die Altenpflege hier auf diesem Kanal unterstützen möchtet, dann lade ich euch herzlich ein, den Abo-Button zu drücken und das kleine Glöckchen nebenan. Dann geht ihr sicher, dass ihr keins von meinen Videos verpasst. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich wie immer von euch mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!